Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mich nochmal an diesem Szenario mit dieser Dampflok versuche. Und ja, heute ist der Tag gekommen. Ich werde es mir nochmal zur Brust nehmen und hoffe, dass ich es diesmal hinbekomme. So wie sie bereit sind, fahren sie langsam fort zum Wasserkran und kommen mit dem Tender neben diesen zum Stehen. Danach muss erst einmal Wasser aufgefüllt werden. Planen Sie hier etwas Wartezeit ein. Viel Spaß. Ja, da wollen wir das mal in Angriff nehmen hier. Zack. Bremsen lösen. Und dann erstmal langsam aufschalten. So, sehen uns das erstmal langsam an hier. Licht scheint vorhanden zu sein. So sieht das Ganze also aus, wenn man das anmacht. Nicht zu schnell, nicht zu schnell, nicht zu schnell. Bisschen noch. So. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und ich denke, das reicht. Stopp. So, das hat schon mal geklappt. Wunderbar. So, müsste jetzt soweit gleich fertig sein hier. Wunderbar. Gut gemacht. Nun müssen die Wagen vom Gleis 2 angekuppelt werden. Rangieren Sie als nächstes also mit maximal 25 km/h vor zur Rangiertafel. Gut. Dann lösen wir die Bremsen. Und fahren langsam los. Na komm. So, letztes Mal bin ich hier gescheitert, bin über den Rangierhalt gefahren. Das werde ich diesmal nicht tun.
So. Noch ein Stückchen. Na komm. So, ich denke, das wird dann auch reichen. So. Das heißt, wir werden jetzt gleich mit Sicherheit umdrehen müssen. Rangieren Sie nun langsam zurück zum Gleis 2 und kuppeln die bereitstehenden Rekowagen an. Das heißt, wir werden Führerstands- bzw. Fahrtrichtungswende von hinten verlegen. Die Bremsen lösen und langsam aufschalten. So, da sind sie schon. Das wäre geschafft. Öffnen Sie nun die Türen und lassen Sie die Bahnfans einsteigen. Planmäßige Abfahrtzeit ist um 11 Uhr. Stopp, 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 stopp. So, wir öffnen die Türen. Fahrtrichtungswender wieder nach vorne verlegen. Und speichern das Ganze erstmal ab, weil das haben wir jetzt geschafft. So. Das sind also die Waggons. So wie es halt damals war. Da steht noch eine schöne Diesellok. Wunderschön. Wunderschön. Museumsstellwerk Hursfen. Guten Morgen, Kollege. Es kann losgehen. Du erhältst Abfahrtserlaubnis. Der nächste Halt ist Wilderfennen. Gute Fahrt. Ja. Damit geht's los. Wir machen noch schnell ein Foto. Und da würde ich sagen, lösen wir die Bremsen und auf geht's. Eieiei. Ist gar nicht so einfach.
65. Ja, die Ansagen sind natürlich auch sehr, sehr gelungen, muss ich echt sagen. Wunderschön, wunderschön. So, Wilder Fender man da noch gleich erreicht. Bremsen. Also die Bremse, das ist gar nicht so einfach, das kann ich euch verraten. Es ist wirklich nicht einfach. So, wir öffnen die Türen. Ja, ist gut jetzt. Meine Güte. So, erste Station hätten wir dann erreicht. Wunderbar. Ach, das ist doch Mist. Ach, das ist doch Scheiße. Entschuldigung, aber es ist so.
Ich habe Torbremse angehabt. Ach. Nein, ich wollte nicht erneut spielen. Ach. Wenn, dann machen wir ja wohl da weiter, wo wir gespeichert haben, oder? Das ist doch wohl klar. So, jetzt geht's da weiter. Also, was haben wir daraus gelernt? Bremse ganz stark angezogen lassen. So, das haben wir ja schon gelesen. Dann geht's los. Also man hat hier sehr, sehr schnell Radschlupf. Das ist klar. So. Dann haben wir auch gleich die erste Station erreicht. Da sind die Kohlen.
So, hoffentlich kommen wir hier einigermaßen gut zum Stehen. Das ist wirklich nicht einfach. So, ein bisschen noch. Ja, bremst doch. So, diesmal lassen wir die Bremse aber angezogen. Und speichern erstmal ab hier. So. Das mit dem Radschlurf, das ist mir auch schon fast egal. Es hört ja nicht auf. Das ist abartig. Entschuldigung, aber das ist abartig. So, weiter geht's. So, nächste Station und letzte Station, Wildau. So, 10. Nicht stehen bleiben. So, gleich 10, warum auch immer.
10 km/h. Ich glaub's nicht. Bestimmt wegen dem Bahnübergang. So, 40. Schon wieder 10. Kann doch nicht wahr sein. Mein Gott. So. Dann auf zum Endspurt. Ein sehr schweres Szenario, sehr anspruchsvoll. Das kann ich euch wirklich mit auf den Weg geben. So, ein Wildau ist zu sehen.
So, Ankunft in Wildau. So, wir öffnen die Türen und dann haben wir es erreicht, das Ziel unserer Reise. Nee, das lassen wir mal lieber vollkommen angezogen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Es ist ein schönes, süßes Szenario, mal ein etwas anderes mit einer Dampflok. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll, wie ihr seht. Wir laufen jetzt noch die Punkte weg. Aber nichtsdestotrotz macht es Spaß, mal sowas zu machen. Bravo, Sie haben diese kurze Dampfsonderfahrt erfolgreich gemeistert. Im nächsten Szenario fahren Sie einen Sonderzug nach Rinkenstadt zu Kirchweih. Ja, das war's von mir. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ihr hört mich darin wieder. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye, bye.